Hallo, ich bin Pega Feridoni und das ist Hingehört. Hallo Pega, was machst du hier? Ich nehme ein Hörbuch auf. Ich spreche ein Hörbuch ein und zwar Alice Osmans I Was Born for This. Wie hat dich Alice Osmans I Was Born for This überzeugt, es als Hörbuch einzulesen? Was gefällt dir an der Geschichte? Ich finde es super spannend, dass die Geschichte sowohl die Perspektive des Fans als auch die Perspektive des Stars erzählt und das so gegeneinander geschnitten ist. Und das gefällt mir gut. Das ist fast so wie im Film. Und was gefällt dir an der Arbeit im Hörbuchstudio? Was ist das Schöne daran und was ist das Schwierige, wenn keine Kamera dabei ist? Ich finde es super gut, dass keine Kamera dabei ist, weil man einfach sehr ungestört und konzentriert arbeiten kann. Die Schwierigkeit ist natürlich, dass man nur die Ebene der Sprache und des Klangs hat und nicht irgendwie optisch abgelenkt wird. Deswegen muss man jedes Wort auf die Waagschale legen und das ist eine sehr schöne Herausforderung. Warst du selbst mal Fangirl einer Band und wenn ja, magst du uns verraten, von welcher? Also als ich in dem Alter war, in dem ich hätte Fangirl sein können, habe ich selber in der Musikindustrie gearbeitet, als Performerin. Deswegen war ich eigentlich nie so richtig fasziniert. Natürlich war ich Michael Jackson-Fan, ist klar. Aber jetzt im voranschreitenden Alter würde ich sagen, im Moment bin ich total Fangirl von Deichkind. Die finde ich super. Du hast schon viel hinter Kulissen schauen können. Wie wurdest du dabei vielleicht selbst das eine oder andere Mal überrascht? Ja, das war super cool. Ich habe mit 15 Jahren das erste Mal als Gast bei Viva moderiert und habe dann Beyoncé Knowles ungeschminkt als 16-Jährige in Background getroffen. Da wusste ich noch nicht mal, wer sie ist und das fand ich ziemlich klasse, so im Nachhinein. Und ich habe für Hollywood gearbeitet letztes Jahr und da muss ich sagen, da hatte ich vorher wirklich Angst und dachte, das wird jetzt hier ganz haarig und glatteisig und habe herausgefunden, dass das auch alles nur Menschen sind, die mit Wasser kochen. Danke, Pega. Sehr gerne, vielen Dank.